Hallo, meine lieben Geschwister, muslimischen Geschwister, meine lieben Brüder und Brüder, Schwester haben wir ja keine. Frau ist ja nichts wert bei uns, ihr wisst Bescheid. Meine lieben Brüder und Brüder, was ist los? Das Thema in China altbekannt: Konzentrationslager mit Schild rumlaufen, Schrei sagen Konzentrationslager. Und wir treiben nur 7000 Muslime auf. Und das Thema ist schon lange bekannt. Bruder und Bruder, nur 7000 Leute, warum? Warum? Nur 7000 Leute auftreiben? Warum? 5 Millionen Moslems in Deutschland. Und jetzt erst wir fangen an zu beschweren, dass unsere Brüder und Brüder in China in Umerziehungslager gehen. Warum so spät? Warum? Weil ihr, meine liebe Brüder und Brüder, ihr seid so ungebildet. Ihr wollt lieber gehen in die Spielhalle. Ja, ihr geht lieber in die Parkhäuser und ja, erlebt dort eure erste Analphase. Warum ich das weiß? Ich immer mit meiner Frau, ich komme mit Auto parken, ja, Parkhaus und immer höre diese Geräusche. In jedem Parkhaus. In jedem Parkhaus, wenn ich gehe nach oben, ich höre diese, meine Frau immer Angst, Angst, immer sagen, was ist das, gibt Geist. Ich sage, nein, Fatima, hast du kein, brauchst keine Angst haben, das ist, ja, das ist Taubengeschwader. Wenn die Fliegen machen auch diese Geräusche, weißt du, so. Aber in Wirklichkeit, ihr, ja, ich kann ja verstehen, ihr dürft machen keine Sex. Ihr müsst warten bis heiraten. Nein, warum? Was macht ihr? Ihr kommt in Analphase im Parkhaus oben, 12. Stock. Anstatt zu bilden, gucken, was ist los in Welt. Jetzt, ihr lieber spielen am Popoloch im Parkhaus 12. Stock, anstatt, ja, vor 2 Jahren schon machen Demonstration. Vor 2 Jahren schon machen Demonstration. Ja, Bruder und Bruder. Schon lange alt diese Thema. Christen gehen auf Straße und demonstrieren für Christ, für Muslime, was da los ist in China. Und ihr geht lieber Spielhalle, Spielothek, blonde Frau, Chaka-Chaka, ja, machen dies, machen jenes, ja, schmeißen Silvester. Fotzen, wie heißt das? Silvesterfotzen umlegen. Ihr tut Silvesterfotzen umlegen, wenn die, nee, Kracher, Entschuldigung, Kracher. Ja. Ihr macht lieber das, anstatt kümmern um unsere Brüder und Brüder in China. Lieber 12. Stock, machen lieber 12. Stock, treffen. Analphase. Ihr Ungebildeten, so spät erst. Vor 2 Jahren Christen haben schon Demonstrationen gemacht, was passiert mit Muslimen. So, also ihr Lieben, ja. Es ist unfassbar. Muslime tun 7000 eine Demonstration machen. Unsere Schwester hat mir das gerade gelinkt, mache ich direkt ein Video dazu. Und mal nebenbei, wir haben gerade eine Explosion bei uns hier, wo meine Freundin wohnt, direkt wo meine Freundin wohnt. Da ist in den Chemiewerken, also wenn das Video aufhört, wisst ihr Bescheid? Ich kann auch nicht hin, sie abholen, gar nichts. Das ist jetzt alles ein großes Chemiebetrieb ist in die Luft gegangen. Ich zeige euch nachher vielleicht das Video oder googelt einfach mal in Torreforta, Spanien, Torreforta. Und die wohnt genau da. Und die kriegt gerade das ganze Gas ab. Und ich habe ihr gesagt, die sollen alle Fenster zumachen. Das wird gerade ganz schlimm. Sie sagt, die kriegt gerade schlechte Luft, aber die dürfen nicht raus und dürfen nicht rein. Und ich darf auch nicht hinfahren. Es wird jetzt sowieso abgesperrt, die Zone. Und kann gar nichts machen. Aber gut, ist alles schon vor Ort. Polizei, Feuerwehr und hin und her. Ich habe gesagt, die soll. Gut, bleiben wir beim Thema. So. Ja, ich habe vor. Wann war das? Schon vor einem Jahr habe ich schon als Christ. Ja, schon ein Video darüber gemacht, dass Muslim, was Muslimen in China passiert. Ja? Und den Christen. Nicht nur den Muslimen. Auch den Christen, was da passiert. Guckt euch mal diese Muslime an, Alter. Guckt euch mal diese Muslime an.
Die haben so lange gewartet, eine Demonstration zu machen. Wisst ihr warum? Weil genau deswegen. Weil die lieber in Spielhallen sind oder sonst was sind und sich überhaupt nicht um ihre eigenen Brüder und Brüder kümmern. Ist denen scheißegal, ihre anderen Muslimen. Das sind lieblose Kreaturen. Hier haben wir den Beweis. Jetzt schaffen die es erst, eine Demonstration zu machen. Ja. Wieso machen die keine Demonstration, dass Schia-Sunnis töten? Warum machen die keine Demonstration, dass Sunni-Schias töten? Warum machen die keine dagegen keine Demonstration? Warum machen die Muslime keine Demonstration, dass ihre Brüder in Afghanistan, ja, vergewaltigt werden, ihre Brüder in Afghanistan? Dagegen machen sie keine Demonstration. Solange ein Muslim wehtut, ja, wir können ja keine Demonstration gegen Muslim machen, der einen anderen Muslim wehtut. Ja. Kleine Kinder in Afghanistan, ja, Jungs müssen anschaffen, ja, weil dort der Islam das Land so total zerstört hat. Ja. Sie leben vom Opiumverkauf. Versteht ihr, was ich meine? Kleine Mädchen werden dort vergewaltigt, ja, zwangsverheiratet, vergewaltigt und sterben jeden Tag Mädchen, ja, an Zwangsheirat. Dagegen demonstrieren die Muslime nicht. Aber wenn China Muslime in Umerziehungslager schickt, dagegen demonstrieren die. Aber die demonstrieren nicht wie ihre, ja, dann halten die, lass uns demonstrieren, was unseren Brüdern da passiert. Seit 1400 Jahren, ja, tut ihr Muslime euch gegenseitig bekämpfen, ja. Seit 1400 Jahren tötet ihr euch selbst, tut andere Menschen versklaven, andere Menschen töten, die nicht gläubig sind. Seit 1400 Jahren tut sie in Umerziehungslager machen. Ihr tut denen sagen, ja, ihr tut sie umerziehen, sagen, entweder nehmt den Islam oder wir machen euch den Kopf ab. Und jetzt passiert das euch und ihr demonstriert. Ja, ist gut, ist in Ordnung, das sind auch Menschen, ja, natürlich. Aber wie heuchlerisch ist das denn? Wie heuchlerisch ist das denn? Seit 1400 Jahren tun die Muslime, ja, Afrikaner versklaven. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber in Saudi-Arabien gibt es heute noch, ja, so Ausbildungsstätten, nenne ich das mal, ja. Da werden afrikanische Sklaven, die kommen dahin als jung schon, als jung werden dann, sind dann dort, werden dann, ja, erzogen zu Sklaven, zu Sexsklaven, zu Arbeitssklaven, ja, und was auch immer alles. Wurde erst 1900, Saudi-Arabien hat es erst offiziell, wann war das? 1957 oder sowas verboten offiziell, aber nur damit die westliche Welt sagt, okay, ihr habt es verboten offiziell, okay, jetzt sagen wir euch nichts mehr. Ja, aber in Wirklichkeit machen die das weiter noch heute. Die tun so afrikanische Sklaven nehmen, kommen da in diese Lager, ja, und werden als Sklaven ausgebildet. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ja. Dagegen macht ihr keine Demo. Ihr macht keine Demo, dass das Mädchen, ja, eure Glaubensschwestern in Afghanistan, ja, Tausende jedes Jahr sterben. Dagegen macht ihr keine Demo. Ihr macht keine Demo, dass hier alle 4 Minuten ein Christ durch einen Moslem durch Verfolgung stirbt, ja, und natürlich am meisten durch den Islam. Ja, auch in China ist es krass, ja, aber am meisten durch den Islam. Dagegen macht ihr keine Demo. Und ihr macht keine Demo für die Christen in China. Hier, seht ihr, merkt ihr jetzt, merkt ihr das? Merkt ihr, wie Muslime sind? Ihr müsst den Geist erkennen. Ich habe es immer in meinen Anfangsvideos gesagt, für die, die neu bei mir sind. Wiederhole ich das nochmal, dass ihr das versteht. Man muss den Geist erkennen, ja? Man muss den Geist in der Vase zerschlagen, ja, damit die Vase ja nichts mehr anrichten kann, ja. So. Wie krass, da treffen sich 7000 Leute und demonstrieren für ihre muslimischen Brüder, dass sie in Umerziehungslager kommen, aber demonstrieren nicht gleichzeitig mit für die Christen. Aber wir Christen tun es. Wir sagen, wir haben für die Moslems, ich habe es schon vor einem Jahr schon Video, habe ich es schon erwähnt, vor einem Jahr, oder? Oder vor, wann war das? Vor 10 Monaten ungefähr. Habe ich erzählt, was da mit den Moslems gemacht wird. Wir Christen setzen uns für die Moslems ein. Aber die Moslems, wir haben nicht ein Wort, wir erwähnen nicht ein Wort. Ja.
dass es auch den Christen dort passiert. Ist das nicht brutal? Anstatt Demos zu machen, sagen Christen, Andersgläubige oder was auch immer, ja, werden dort in Umerziehungslager gesteckt, eine Gesamtdemonstration machen für alle, die da in Umerziehungslager kommen. Ja. Nur Muslim für Muslim. Und die Christen werden in China, ja, schon 1000 Jahre vor der Islam, beziehungsweise ja, fast 1000 Jahre, ja, die Christenzeit, seit Anbeginn der Christenzeit, ja, sagen wir mal, Christentum, ja, kam raus, ja, bis es dann nach China kam, ja, und so weiter. Der Islam kam ja erst 600 Jahre nach Christus, versteht ihr, was ich meine? Christen wurden in China schon verfolgt, bevor der Islam überhaupt existiert hat. Wurden Christen in China schon verfolgt? Also ihr könnt nicht sagen, ja, wir wussten das nicht oder was weiß ich, ja? Ist das nicht brutal, Alter? Die treffen sich da 7000 Leute, nur 7000 Leute. Habt ihr 2 Jahre gebraucht, um 7000 Leute aus den Spielzeugen, habt ihr 2 Jahre gebraucht, um 7000 Leute aus den Spielotheken, aus den Puffs und aus den, aus den Parkhäusern zu holen oder was? Habt ihr dafür 2 Jahre dafür gebraucht? Merkt ihr was? Ja, merkt ihr was? Ist aber gut, dass ihr demonstriert, dass ihr mal langsam auch mal so tickt, wie die westliche Welt das macht. Ja, demonstrieren, aufschreien, ja, Präsenz zeigen, ja, und gegen etwas Böses demonstrieren. Aber ihr Muslime seid das Böseste überhaupt auf diesem Planeten. Ja. Ihr seid das Schlimmste überhaupt, die Chinesen, wenn die Chinesen Moslems wären zum Beispiel und die Moslems, ja, und die Christen dort, die dort in, ja, die Moslems und die Christen, die dort in Konzentrationslager sind, wenn, ja, wenn die alle Juden und Christen wären und die Chinesen Moslems, würde man sie einfach töten, einfach töten. Die würden gar nicht erst in Erziehungslager kommen. Ihr kritisiert China, dann müsst ihr erst recht euren eigenen Islam kritisieren, ja? Wenn die Chinesen Moslems wären, die würden die Christen da dort gar nicht erst in Umziehungslager schicken, die würden die einfach töten. Tun ja Chinesen auch teilweise. Ja? Harte Worte? Nö, Wahrheit. Nix harte Worte, Wahrheit, ja? Und jeder Moslem, Leute, jeder Atheisten, Christen, Juden, egal wer mir hier zuhört, der kein Moslem ist, alles andere, was kein Moslem ist, jeder Moslem, der, wenn ihr so mit dem redet und der sagt, nee, stimmt gar nicht, dann wisst ihr genau, der benutzt doch hier und wisst genau seinen Geist. Er tut euch einen Gefallen, ja, dann wisst ihr sofort, der Typ lügt euch an, ja. Das ist schon krass, Alter. Ja? Der Hauptsinn, warum ich dieses Video mache, da treffen sich 7000 Muslime, machen eine Demonstration, dass Moslems dort in Umerziehungslager kommen und Christen werden dort seit viel länger verfolgt, viel vorher schon, ja, dort unterdrückt. Ja? Und ihr tut nicht mal mit den Christen, ihr tut nicht mal für die Christen mit demonstrieren. Ihr seid erbärmlich, seid ihr. Wir Christen tun es für euch, ihr tut es nicht für uns. Ihr habt keine Liebe für uns übrig. Ihr habt nichts gegen euch übrig. Ja. Und darum ist es bald vorbei mit eurem Islam. Ihr tut euch selbst outen, wie ihr seid. Ja. Egal in welche Schritte ihr tut, egal welche Schritte ihr tut, ich mache euch auseinander. Ich erkenne sofort euren Geist. Ja, ich finde es nur schade, dass nicht Millionen Menschen meine Videos sehen, nicht damit ich was verdiene oder dass sie sofort verstehen, was hier abgeht. Das ist wirklich, wirklich schade. Dann wäre es nämlich ganz schnell vorbei mit dem Islam. Ganz schnell. Ja? Wenn Leute mehr Amir gucken würden, mich gucken würden, Christian Prince und so weiter. Ja? Dann wäre es ganz schnell vorbei mit dem Islam. Darum sage ich euch, macht, 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 macht und tut, verdammt. Kleine Kinder
werden vergewaltigt in islamischen Ländern, die ungläubig sind. Es sind immer Ungläubige, werden Menschen werden einfach umgebracht, vertrieben. Türkei, was war los in Türkei? Schon wieder ein Pfarrer wird da getötet, töten da. Ja, einfach mal so ein Pfarrer, weil es ein Christ ist. Ja, was ist das? Ja. Zwei Skandinavierinnen, was waren das, werden da vergewaltigt von drei Marokkanern und Kopf abgeschnitten. Ja, das waren nur Psychopathen. Ach, der Kopf abschneiden ist, warum so viel Mühe? Ja, steht doch in Islam, Kopf abschneiden. In Islam steht, warum so viel Mühe? Ja, warum nicht vergewaltigen, Spaß haben und einfach Stock auf den Kopf und verbuddeln bei Lebendig? Ist doch einfacher. Warum Kopf abschneiden und noch blutig und dreckig machen? Ja? Sind das nicht dreckig? Sind die Ungläubigen sind Dreck und ihr tut euch noch mit deren Dreckblut beflecken? Ja? Habt euer Gott ein bisschen nachgedacht, bevor er gesagt hat, ihr sollt uns den Kopf abschneiden? Hat er nachgedacht? Ja? Wir sind Dreck. Ja, warum zieht ihr euch erst nicht mal so ein paar Overalls an? Zieht euch erst mal ein paar Overalls an mit Handschuhen, ja? Bevor ihr uns den Kopf abschneidet. Ja? Ihr macht euch doch mit unserem dreckigen Blut dreckig. Ja? Nichts nachgedacht, euer Gott. Ja? So, also ihr Lieben, ist unfassbar. Ihr seid so, ist unfassbar, dass ihr nicht für die Christen mitdemonstriert. Leute, rafft ihr die Muslime, versteht ihr deren Geist oder versteht ihr deren Geist nicht? Sie haben für uns nichts übrig. Nichts. Und du, lieber Muslim, falls du hier zuguckst und sagst, doch, ich liebe euch, doch, dann hast du keine Ahnung von deiner Religion. Wenn du mich Christ liebst oder einen Christen liebst oder deine Freunde, christliche Freunde liebst, dann bist du kein Muslim. Du denkst nur, dass du einer bist, du hast ein anderes Verständnis von, du denkst, du hast den Islam überhaupt nicht wirklich studiert. Ja? Kann sein, dass es da einen Muslim gibt, der ein guter Mensch ist, ein netter Mensch ist, sehr wahrscheinlich, weil er nur die erste Phase des Islam kennt. Aber lieber Muslim, dann bist du laut Allah gar kein Muslim und laut Mohammed. Du denkst nur, dass du einer bist. Laut Allah und laut deinem Prophet bist du gar kein Muslim, wenn du gut zu uns bist, uns liebst. Allah hasst uns, er hasst die Ungläubigen. Alle, die nicht Muslime, hasst er. Wenn du uns liebst, ja, bist du moralisch besser als Allah und bist damit kein Muslim. Du bist besser als Allah, wenn du uns liebst. Hast du das verstanden? Ja? Also bleibt dir nur noch eins übrig, Junge, lieber Muslim. Entweder du wirst radikal, wie es mal im Koran steht, du wirst ein echter Muslim, oder du bleibst ein guter Mensch, wie du es bist, und verlässt das Zeug. Ja? Ihr habt hier nichts für uns übrig, ihr solltet euch schämen. Ja? Ihr solltet euch schämen, dass ihr solche Heuchler seid. Ja? Ihr tut in den muslimischen Ländern mit den Ungläubigen, was ihr da alles mit Menschen macht und mit Muslimen selbst. Ich habe mal auf Facebook ein falsches Bild gepostet, da werden in Saudi-Arabien geköpft werden oder lebenslang ins Gefängnis gehen. Dagegen demonstriert ihr nicht gegen eure Brüder, die in euren eigenen Ländern misshandelt, getötet, versklavt und sonst was werden. Dagegen demonstriert ihr nicht, aber gegen China demonstriert ihr. Aber ihr demonstriert nicht, was eure eigene Religion mit euren eigenen Brüdern macht, euren Brüdern und Brüdern, weil Schwestern habt ihr ja nicht so, wie es aussieht. Ja? Wenn eure Schwestern, von welchen Glaubensschwestern sprechen wir hier? Von Mädchen, die, wenn sie neun Jahre alt sind, die Periode haben, mit denen heiraten darf und mit denen Sex machen darf? Das ist doch keine Glaubensschwester, das ist ein Nichts, ja? Männerreligion, ja? G-Religion, ja? G, also nicht Gay-Religion, sondern Gangster-Religion. Ja, ich meinte nicht, dass ihr eine Homo-Religion seid. Ja, falls einer gedacht hat, ich meine jetzt G-Religion, ihr Gays, Gay-Religion. Ja, nein, ich meinte G's Gangster-Religion. Nix gay, ja? So. Eure Mütter werden unterdrückt, eure Schwestern werden unterdrückt. Ja? Dagegen steht ihr nicht auf. Schämt euch, Muslime. Schämt euch, Muslime. Ja? Ich fasse es nicht, die demonstrieren und keiner verliert ein Wort über die Christen. Ja, denen genau dasselbe dort auch in China passiert und schon viel, viel länger. Ja, ich fasse es einfach nicht. Ja, und wir Christen, ja, wir Christen tun das. Wir klären auf, wenn ihr von Buddhisten abgeschlachtet worden und bei lebendigem Leib verbrannt worden sind. Wir Christen machen das. Wir lieben euch, aber ihr liebt uns nicht. Verlasst diesen Ort, ich sag's euch, oder verlasst unseren Ort. Ja? Tschüss.